Glaubt mir, gesehen habt ihr das alle schon mal. Ich rede von Material, was mit einem anamorphen Objektiv oder auch einem Anamorphot aufgenommen wurde. Denn dieses Material hat einen gewissen, gerade für Filmemacher erstrebenswerten Charakter und zeichnet sich durch einige Dinge aus, die man bei genauerer Betrachtung an vielen Stellen in Filmen und Serien findet. Und um diese Eigenschaften besser demonstrieren zu können, nehme ich dieses Video natürlich auch mit einem anamorphen Objektiv auf, genauer gesagt dem Serui 75mm T2.9 Full Frame mit Streckfaktor 1,6. Eine dieser Eigenschaften, die den Charakter ausmachen, werden zum Beispiel die Lensflares, die anamorphe Objektive bei Gegenlicht erzeugen. Oder das bekannte und auch sehr beliebte ovale Bokeh. Und es gibt sogar jede Menge Wege, um genau diese Eigenschaften zu kopieren und so zu faken, ohne eigentliche Anamorphoten zu verwenden. Es gibt Filter für Streakflares und es gibt Aufsätze für ovales Bokeh, die sowas zum Beispiel vortäuschen, und sowas findet man sogar in Hollywood-Produktionen wieder bei genauerer Betrachtung. Aber warum gibt es diese Fake-Möglichkeiten eigentlich? Naja, weil gute anamorphe Objektive normalerweise nicht gerade billig sind, erst recht nicht fürs Vollformat. Serui hat sich aber so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, das ein wenig zu ändern und arbeitet seit einigen Jahren an einem ausgewachsenen Line-Up von anamorphen Objektiven. Seit letztem Jahr sind auch Vollformatlinsen mit dabei und das für mich bisher davon interessant ist, ist das relativ neue 75mm T2.9, was mich jetzt gerade füllt. Das schauen wir uns nachher auch mal genauer an, aber eine Frage bleibt natürlich noch. Warum gibt es diese anamorphen Objektive eigentlich und was bringt das? Das erkläre ich euch jetzt. Ich bin's David, ihr schaut DaVision und Film ab. Ach ja, wenn ihr am Ende merkt, dass das Video euch gefallen hat, Like, Abo und vielleicht die Glocke nicht vergessen. Das macht für mich nämlich einen riesigen Unterschied im YouTube-Algorithmus. Und schaut auch gerne mal bei mir im Instagram vorbei. Dort gibt es so ein bisschen Behind the Scenes in Stories und mehr von der künstlerischen Seite meiner Arbeit zu sehen, abgesehen von diesen Testvideos hier. Das Ganze mit den anamorphen Objektiven ist eigentlich nur ein fauler Kompromiss. Nur hat eben der Look dieser Kompromisslösung sich so in das Kinoverständnis der Menschen eingeprägt, dass man auch heute noch auf diese Technik zurückgreift und versucht, das so nachzuahmen, einfach weil es, wie man so schön sagt, cinematisch aussieht. Und das sieht es, historisch betrachtet, eben in diesem Fall wirklich. Ihr kennt ja vermutlich alle das Format von Kleinbildfilmen aus analogen Kameras. 36mm x 24mm. Und genau so groß ist ein moderner Vollformatsensor eben auch. Analog lief das auf einer horizontal laufenden Rolle hinter eurem Verschluss lang. Und so wurde das für Fotos irgendwann der Standard. Man würde jetzt denken, dass das Fotoformat bestimmt vor dem Bewegtfilmformat da war. Aber nein, eigentlich ist das Kleinbild-Fotoformat eben aus dem Filmformat für Videos bzw. Filme entstanden. Denn ursprünglich hat man, um Platz, Kosten und Aufwand zu sparen, unperforierten 120er Film mit 70mm Breite einfach in zwei Hälften geschnitten und hatte zwei 35mm Filme. Nur bei Filmaufnahmen läuft der analoge Film nicht horizontal durch die Kamera, okay, ja, bei einigen schon, aber meistens eben doch vertikal und in viel größeren Mengen. Für etwas über eine Sekunde Film bräuchte man eine einzelne dieser bekannten Filmrollen aus Fotokameras. Und an den Seiten des Films gibt es dann noch die Perforationen, die dafür sorgen, dass der Film gleichmäßig schnell durch die Mechanik gezogen wird. Und bei Filmen wurde früher auch noch die Audiospur optisch neben dem Bild auf den Frame belichtet. Da blieb also viel weniger Platz für das eigentliche Bild, nur so ca. 22mm Breite übrig. Dadurch, dass sich aber in den Anfangstagen des Kinos Aufnahme- und Abspieltechnik durchgesetzt hat, die auf 4 Perforationen pro Bild und pro Frame kalibriert war, war mehr oder weniger das Seitenverhältnis fix, nämlich 4:3. Kommt euch bestimmt bekannt vor. Ja, und was machen wir mit unseren modernen digitalen Kameras, wenn wir Breitbild aufnehmen wollen? Naja, genau das gleiche wie damals gemacht wurde. Wir croppen von unserem eigentlichen 4:3 oder 3:2 Sensor auf 16:9 oder noch breiter. Dabei verschenken wir aber natürlich Sensorfläche. Und früher hat man dafür eben leider teures Filmmaterial, Rohmaterial verschwendet. Vor allem, als Breitbild sich immer mehr durchgesetzt hatte, gerade für Kino, wurde das zu einem Problem. Und wie hätte man das jetzt lösen können? Also, entweder man ändert die Kalibrierung der Aufnahme- und Abspieltechnik auf ein breiteres Format mit zum Beispiel nur noch 2 seitlichen Perforationen pro Frame statt 4. Gibt's übrigens auch. Dann kann man aber weniger Audioqualität zu einem Frame speichern und man kann ohne viel Aufwand, nämlich so eine Rekalibrierung, eben auch keine Filme mehr mit normalem Academy-Format von 4:3, was dann eben auch das TV-Format wurde, aufzeichnen. Oder man verwendet einfach
für Breitbild-Kinofilme Optiken, die ein breiteres Bild aufnehmen, dabei horizontal stauchen, um es auf gleicher Fläche, Filmfläche wie vorher unterbringen zu können. Quasi eine optische ZIP-Kompression, die aber auch den Vorteil hat, dass man durch die Nutzung von mehr Filmfläche auch mehr Licht und mehr Details aufnehmen kann. Und genau diese Optiken sind diese anamorphen Objektive. Und genau deshalb ist das, wie gesagt, eigentlich nur ein fauler Kompromiss. Früher war dieser Kompromiss aber in vielerlei Hinsicht einfach viel einfacher umzusetzen, da man die Geräte für die Aufnahme und Wiedergabe nicht verändern, nicht rekalibrieren musste auf neue Perforationen. Denn es wurde einfach nur das Objektiv ausgetauscht, sowohl an der Kamera bei der Aufnahme als auch am Projektor für die Wiedergabe, je nachdem, wie man es eben aufgenommen hat. So konnte man mit Aufnahmetechnik und Film, der für sowas wie Academy oder TV-Format 4:3 gemacht wurde, eben auch Breitbild-Kinoformat aufnehmen. Das sogenannte CinemaScope mit einem Seitenverhältnis von 2,35:1 kommt euch sicher bekannt vor. Das war dann mit einem Objektivstauchungsfaktor von 1,7 bzw. 1,66x möglich bei einem 4:3 Bild oder einem Stauchungsfaktor von 1,33 bei einem 16:9 Bild. Ja, und das ist wohl auch das bekannteste und beliebteste dieser Scope-Formate, was viele auch ohne Notwendigkeit einfach für den Kino-Look mit schwarzen Balken versuchen zu imitieren. Eigentlich hat es aber eben eine ganz andere Bestimmung gehabt. Aber früher historisch betrachtet, da war es eben wirklich so, es gab den Kino-Look, bestimmt durch CinemaScope und anamorphe Objektive, und er hat sich stark vom TV-Look unterschieden, wo das nicht notwendig war. Kino, das war Breitbild. Kinosäle waren natürlich deutlich breiter, als sie hoch waren. Die Leinwand sollte das ausfüllen. Breitbildfilm ist natürlich so logisch. Und Breitbild war durch die Stauchung der anamorphen Objektive eben tatsächlich mit diesem Look verbunden, denn die zylindrischen Linsen, die das Bild eben derart stauchen, die haben einerseits für diese Streak-Flares gesorgt, die ihr hier gerade seht, und sorgen auch dafür, dass das Bokeh bei diesen Linsen oval und eben nicht rund ist. Dazu kommen auch noch ein paar andere Eigenschaften oder auch Eigenheiten. Viele, wenn nicht sogar alle dieser Anamorphoten haben prinzipbedingt eine sehr, sehr starke Bildfeldwölbung. Das bedeutet, fokussiert man auf etwas in der Bildmitte, ist etwas im gleichen Abstand zur Kamera, was sich am Bildrand befindet, schon nicht mehr scharf. Das ist mir zum Beispiel auch schon mal bei Stranger Things öfters und unschön aufgefallen, kann aber auch ein Stilmittel sein. Aber werfen wir mal nach der ganzen Theorie einen Blick auf das Objektiv, was mich jetzt gerade aufnimmt. Das Besondere ist vor allem, dass es sich um ein Vollformat-Objektiv handelt. Die meisten Anamorphoten, die waren bisher für Super 35 Format oder beziehungsweise APS-C gemacht. Denn das entspricht eben dem, was früherer Filmgröße entspricht, und günstig waren diese Linsen deshalb auch nicht. Gerade die in Kinoqualität. Natürlich gab es auch vorher schon Anamorphoten für Großformatkameras wie VistaVision oder Arri LF. Aber die Preise dieser Linsen, die waren weit entfernt davon, erschwinglich zu sein, und wenn man damit unbedingt arbeiten wollte, dann hat man sich die Linsen geliehen und eben nicht gekauft. Sirui bietet jetzt seit einigen Jahren anamorphe Objektive an, die relativ erschwinglich sind. Zuerst für MFT- und APS-C Kameras mit einer 1:3er Stauchung, das heißt 16:9 zu 2,35:1, wie vorhin schon erwähnt. In den meisten Fällen waren die APS-C Linsen sogar mit einer Lichtstärke von T1.8 ausgestattet. Seit 2021 gibt es auch Anamorphoten fürs Vollformat. Zuerst gab es das 50er, das habe ich bei Sebastian mal getestet, und dann gab es das 75er hier, was mich jetzt filmt. Und jetzt wurde vor kurzem auch noch ein 35er und ein 100mm vorgestellt. Alle mit T2.9 und einem Stauchungsfaktor von 1,6. Wenn ihr jetzt T2.9 hört, wundert ihr euch vielleicht über das T. T-Stops geben die tatsächlich aufgenommene Menge an Licht an, statt bei der Blendenzahl, die nur den Faktor von Brennweite zur Blendenöffnung angibt. Kostenpunkt für dieses ohne Autofokus 75mm T2.9 Objektiv hier 1300 Euro. Das mag jetzt vielleicht nach verdammt viel Geld klingen, ist aber für ein anamorphes Vollformatobjektiv ein absolutes Schnäppchen. Äußerlich ist die Linse ein Traum. Das Gewicht ist aber auch nicht gerade gering. Circa 1,4 Kilo ist eine Menge. 15 cm lang, 9 cm Durchmesser, vollkommen aus Metall, mit natürlich für Video-Use gedachten Fokus- und Blendenring. Der Blendenring hat genau genug Widerstand, um nicht aus Versehen verdreht zu werden, und der Fokusring
ist wahnsinnig angenehm, leicht zu drehen, leichtgängig. Für manuelles Fokussieren hat mir noch nie mehr Spaß gemacht als hier. Unten gibt es eine abschraubbare Halterung mit 1/4 Zoll Gewinde, falls man das lange und sehr schwere Objektiv von unten eben stützen will. Das Filtergewinde ist hier 82 mm groß und damit bekommt man alle gängigen Filter, die man vielleicht schon hat, montiert. Noch dazu sind auch Mattboxen bei dem Durchmesser kein Problem. Die Optik selbst besteht aus 15 Linsen in 13 Gruppen und die Linse ist natürlich vollkommen manuell, ohne Autofokus und ohne elektronische Kontakte zur Kamera. Die Blende besteht aus 10 Lamellen für ein möglichst rundes, ovales Bokeh. Die Linse gibt es für L-Mount, E-Mount, RF-Mount und Nikon Z-Mount. Ich habe jetzt hier die RF-Mount-Version. Aber werfen wir mal einen Blick auf die Leistung der Linse. Aber eins vorneweg, ich lege hier jetzt andere Maßstäbe an als bei Fotoobjektivtests. Denn so ein Objektiv, das kauft man sich fast ausschließlich für den Look, den man damit erreichen will und den das Objektiv bietet. Und Look, Charakter, das heißt meistens, dass die Linse nicht perfekt ist. Das muss die aber auch nicht sein. In Sachen Schärfe ist sie aber schon bei Offenblende richtig gut. Das heißt ja auch nur T2.9, trotzdem ist die Schärfe da beeindruckend gut. Selbst mit 8K an der R5C hat es keine Probleme. Das Peaking arbeitet dabei sehr ordentlich und die Bildfeldwölbung, die gibt es auch hier, aber damit muss man bei den Linsen eben nun mal klarkommen. Das Bokeh ist sehr angenehm. Gerade hier durch die Bäume hinter Micha sieht man ein tolles Bubble-Bokeh, nur eben mit ovalen Bubbles. Übrigens haben diese Anamorphoten die Eigenheit, dass sie, wenn sie zu Bubble-Bokeh neigen, eben in den meisten Fällen so ein bisschen eine Unruhe in der Hintergrundunschärfe haben, gerade wenn man Verläufe von scharf zu unscharf im Bild hat. Übrigens bleibt das Bokeh auch gestreckt oval, wenn man das Bild entstreckt. Das kommt daher, dass das Bokeh nicht in der Schärfeebene, nicht auf der Sensorebene liegt, sondern in der Unschärfe. Und dadurch optisch eigentlich noch stärker gestaucht wird, als das, was im Fokus liegt. Ganz ähnlich dem Prinzip, weshalb Bokehkreise bei elektronischem ersten Verschlussvorhang in der Fotografie abgeschnitten werden. Dadurch sehen aber Fokusverläufe mit solchen Objektiven manchmal ein bisschen merkwürdig gewöhnungsbedürftig aus. Hier klappt es aber ganz gut und die Linse ist, wie es sich für eine Cinema-Linse gehört, briefing-frei. Das Objektiv ist weder von starker Verzeichnung noch von übermäßiger Vignettierung geplagt und so muss das auch sein. Denn sowas wie eine kamerainterne Korrektursoftware, die mittlerweile bei Fotolinsen ja leider üblich ist, gibt's hier nicht. Und auch, sehr angenehm, diese Linse hat eine sehr neutrale, nicht verschobene Farbwiedergabe. Was neben dem ovalen Bokeh eben auch noch dazugehört, sind die Flares. Diese wunderschönen blauen Flares. Und holla die Waldfee, da gibt es hier einige, gerade wenn mal etwas Sonne oder eine stärkere Lichtquelle im Bild ist. Die Flares können natürlich auch schnell stören oder zu viel sein. Und wenn man das jetzt nicht übertreibt und nicht jeden Tag macht, dann macht man jedes Mal so einen kleinen Freudensprung, wenn man einen dieser schicken Flares perfekt im Material eingefangen bekommt. Der Stauchungsfaktor bei diesem Objektiv liegt bei vergleichsweise großen 1,6-fach. Am besten würde sich dieses Objektiv also an einer Open-Gate-fähigen Vollformatkamera machen, die aus einem gesamten Sensor 3:2-Seitenverhältnis ein perfektes CinemaScope mit 2,4:1-Seitenverhältnis machen könnte. Leider können aber weder Sony noch Canon noch Nikon Vollformatkameras mit Open-Gate-Sensorfläche filmen. Nutzen kann man das also in der perfekten Form nur an Panasonics S1H. Aus 16:9 würde hier aber 2,8:1 werden und aus 17:9 wie an meiner R5C sogar 3:1. Super duper mega Widescreen. Man muss das Bild also entsprechend beschneiden, um auf die normalen Faktoren zu kommen. Ziemlich interessant ist auch, dass man durch diese Stauchung eben deutlich mehr horizontalen Bildwinkel aufnimmt, als wenn man mit normalen 75 mm filmt und dann auf das gewollte CinemaScope zuschneiden würde. Trotzdem wäre mir Open-Gate-Aufzeichnungen deutlich lieber gewesen in diesem Fall, da man so natürlich auch weniger Abstand zum Motiv braucht, um das Format füllend aufzuzeichnen. Wobei wir da eigentlich gleich noch zum einzigen Kritikpunkt an diesem sonst wirklich beeindruckenden Cinema-Objektiv kommen, der Abstand zum Motiv. Denn die Naheinstellgrenze dieses Objektivs liegt bei 85 cm. Schön beidseitig markiert auf dem tollen Fokusring. Und naja, 85 cm ist nicht viel. Close-ups von Personen werden damit schon schwierig und Detailaufnahmen, Makros braucht man nicht probieren. Das ist etwas schade, denn zum Beispiel hier, wo ich ein paar Details von Micha mit der Fototechnik einfangen wollte, da wurde das schon recht schwierig und ich habe oft gemerkt, dass ich beim Fokus eben leider schon am Ende bin und es nicht mehr weiter näher rangeht.
Bei diesen Aufnahmen hier von Rosi war das Ganze aber viel weniger ein Problem, denn in der Regel werden die meisten eben so ein Objektiv auch kaum für Close-Ups verwenden, gerade eben nicht mit dem 75mm. Problem an der Sache ist nur, dass viele dieser Objektive aus der Serie, die sich diese Einschränkung mit der Naheinstellgrenze teilen. Das 50er, was ich bei Sebastian an der C-Cam ausprobiert habe, hat auch ein 85cm Naheinstellgrenze. Und bei 50mm nervt das noch mehr als bei 75mm. Dafür ist die Serie aber ansonsten sehr, sehr schön. Mit gleich platzierten Fokus- und Blendenringen, da lassen sich Rigs schnell austauschen. Und jetzt mit 35, 50, 75 und 100mm fehlt eigentlich nur noch ein Ultraweitwinkel für ein komplettes Line-Up an erschwinglichen Anamorphoten von Serui. Wobei 35mm mit diesem Stauchungsfaktor 1,6 22mm Weitwinkel entspricht. Aber wie seht ihr das? Ist das Thema was für euch? Oder habt ihr vielleicht sogar schon mal mit einem Anamorphoten gearbeitet? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von der Sache haltet. Also ich habe richtig Lust drauf, die Linse für die nächsten Beauty-Shots wieder nach draußen zu entführen. Denn es macht riesig Spaß. Es ist was Besonderes. Etwas, was man nicht jeden Tag sieht. Der Look, das Feeling, das manuelle Fokussieren als Herausforderung. Wobei das bei Xenias Aufnahmen der RS3 Pro mit dem LiDAR-Modul übernommen hat. Was Technik heute so alles kann. Wenn Seruis Anamorpho Objektivreihe was für euch ist, dann findet ihr Links dazu unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über diese Links einkauft, unterstützt ihr damit kostenlos meinen Kanal und sorgt so dafür, dass ich weiterhin solche Videos für euch machen kann. Und wenn ihr auch noch ein Video über Seruis neues 35mm T2.9 sehen wollt, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare. Gleich nachdem ihr auf den Like-Knopf gedrückt habt, den Kanal abonniert habt, falls noch nicht gemacht, und die Glocke gedrückt habt, um die Videos nicht zu verpassen. Hier gibt es noch zwei weitere Videos, die ihr euch im Anschluss anschauen könnt, denn das war's für heute bei DaVision. Und ich sag dann mal, ciao, bis zum nächsten Mal.